Ja, liebe Leute, jetzt bin ich hier in der Bootshalle, wo unsere Macy liegt. Man sieht hier, doch ein bisschen was rumsteht, ganz am Anfang. Hier ist mein Wagen, dem Sauger und dem dicken Sack an Folien und Planen zum Abplanen. Das Boot ist noch nicht vollständig abgeplant. Eigentlich gibt es hier Rollwagen, aber die sind offensichtlich alle in Benutzung, aber irgendeine Seele hat hier aus ja sicherlich nicht ganz korrekten Quellen einen Einkaufswagen besorgt. Na gut, wenn er schon mal hier ist, dann nutze ich ihn auch. Also auf zum Boot. Okay, Fahrzeugwechsel. Der Wagen war mir dann doch nicht so ganz recht. Hier ist gerade noch ein anderer Eigner entgegengekommen und der hat mir einen der Rollwagen zur Verfügung gestellt, die wir jetzt hier gerade haben, den ich nicht mehr brauchte. Dann nehme ich doch lieber den. Wird fleißig gewerkelt, aber das ist irgendwo klar. So, hier unser Landstromkabel, was für mich selbstverständlicherweise nicht angeschlossen ist, wenn wir nicht am Boot sind. Das Risiko einer kollabierenden Bank, ohne dass man irgendwas dagegen tun kann, Batteriebank, ist dann viel zu groß. Es ist hier in dieser Halle auch Pflicht, jeden Abend 20 Uhr oder kurz danach kommt der Sicherheitsdienst, um 20 Uhr ist die Halle sowieso zu, und zieht konsequent alle Kabel raus. Brandschutz. Und technisch völlig okay. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann kann ich euch das gern auseinandersetzen, warum das so ist. So, hier haben wir die Ankerkette schon mal letztes Mal rausgeholt. Eine Edelstahlkette 8 mm. Sicherlich nicht üppig für das Boot, aber von der Festigkeit her völlig ausreichend. Die lassen wir hier gerade noch trocknen. Den Anker haben wir oben schon rausgeholt, der liegt oben am Boot. Hier sieht man auch schön, das haben wir natürlich gemacht, einen Feuerlöscher. Damit sollte hier irgendwie ein Brandproblem auftreten, jeder sofort, egal welcher ist, Löschmittel zur Verfügung hat. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal das dunkle Anti-Fouling, was wir dieses Jahr gewählt haben. Letztes Jahr hatten wir das Grau, was aber dann doch eigentlich sehr schön war, aber im Wasser durch den Kupferanteil so eine komische rosa Farbe annahm, was einfach nicht schön aussah. Und da es sowieso teurer war als die schwarze Ausführung des Standardmaterials von International, haben wir das jetzt wieder genommen. Ja, hier sehen wir das. Unser Bootsmann Thomas das Boot wunderbar aufbereitet hat, den Unterboden neu aufgebaut hat, das Unterwasserschiff. Wir haben ja festgestellt, das war gar nicht notwendig. Das war tipptopp. Aber gut, wenn man das mal angefangen hat, daran was zu machen, dann muss man es auch zu Ende bringen. So, jetzt haben wir also ein top ausgestattetes Unterwasserschiff. Mit 6 Schichten Gelschild. Da kann man sich nicht beschweren. Ja, dann gehen wir mal rein. Jetzt stehe ich hier oben auf der Badeplattform. So, Macy. Das ist das Zeug, was ich hier gerade aufgeräumt habe. Hier ist die große Badeplattform, die nicht original ist. Die wurde von einem der Vorbesitzer nachgerüstet. Ja. Und hier oben hat man in der Halle immer schönen Überblick. Hier geht's rein. Die Tür habe ich schon aufgemacht. Dann bewegen wir uns mal in unsere Pflicht. Da ist noch nicht viel passiert. Das Boot ist außen schon poliert. Dann gehen wir mal rein. Ich muss noch rausfinden, wo ich den Schlüssel habe. Da, das fühlt sich gut an. Jawohl. Eng.
Englisch, alles ein bisschen andersrum. Rechtsrum ist auf. Tja, und so sind wir hier drin. Unser Cockpit liegt natürlich auch noch alles so rum, wie es im Winterlager halt so üblich ist. Muss ja alles immer von links nach rechts geräumt werden. So, und ich denke, ich werde hier gleich erstmal die... Nee, Mucke anmachen bringt noch nichts, wir haben nämlich noch keinen Strom. So, was man hier jetzt schon sieht, hier leuchten mich die beiden Glimmlampen freudig an. Die eine sagt, hey, wir haben 230 Volt, kann man hier auch gut sehen. Die andere sagt, die Polarität ist richtig. Na gut, Polarität bei Wechselspannung, da kann man schon mal die Stirn runzeln. Hier geht es darum, mit Polarität ist Phase und Nullleiter gemeint. Denn Phase und Nullleiter haben unterschiedliche Bezüge zu diesem grün-gelben Leiter, den wir bei uns im europäischen System haben. Und dieser Bezug sollte schon richtig sein, damit diese ganze Geschichte, FI-Schalter und so weiter, auch vernünftig funktioniert. So, dann schalten wir mal das Schütz an und zack, geht Licht an. Wir können mal na, gucken, ob es so klappt. Ja, 12 Volt ist da, alles gut. Dann sollte ich jetzt eigentlich auch die Mucke anmachen können. Mal gucken, ob er noch die Sender gespeichert hat. Der gute Schlumpf hier. Oder ob er alles vergessen hat. Radio, so schauen wir mal. Hey! Das klingt gut. Licht ist da. Mucke ist da. Jo. Ja. Dann befürchte ich, kann ich mich nicht mehr drücken. Ich muss mich umziehen und loslegen. Jo, dann mache ich das mal. Na, das Ding nehme ich hier gleich mal nach draußen. Damit hier nicht irgendwelchen Ärger macht. So. Ja, da unten sind sie. Ich nehme meine Taschenlampe mit. So, machen wir Licht. Da sind sie. Unsere beiden Bollos. Caterpillar 3116TA in der Marineversion. Hier sind die Getriebe. Die hydraulischen Wendegetriebe. Halterung. Ja, das sind schon sehr ordentliche Motoren. Ich muss sagen, die sind hier in Europa nicht so bekannt, aber ich finde sie großartig. Sie rußen kaum, also wirklich extrem wenig, deutlich weniger als ich es von irgendwelchen Volvos kenne. Wenn die guten Sprit bekommen, wir fahren zum großen Teil Shell GTL. Dann wird die Sache noch mal besser. So, was habe ich hier jetzt vor? Das Ziel ist hier in der Bilge. Man sieht hier die verschiedenen Fußklappenbretter, die den unteren Bereich der zentralen Bilge abdecken. Die möchte ich jetzt trockenlegen. Dazu habe ich einen Nasssauger mitgebracht. Da ist immer Wasser drin, weil wir einen Wellenantrieb haben. Kann man sehen. Mit Stopfbuchsen und diese Stopfbuchsen lassen immer ein bisschen Wasser durch, mal mehr, mal weniger. Da stelle ich auch nicht penibel nach, wenn es ein bisschen mehr ist, dann ist es halt ein bisschen mehr. Moment, warum sage ich das so locker? Tja, weil wir das leider auf die harte Tour lernen mussten. Uns sind nämlich Anfang 2020 beide Stopfbuchsen verbrannt. Seitdem akzeptiere ich lieber etwas mehr Wasser zur Schmierung und Kühlung. Der Grund waren übrigens korrodierte Antriebswellen, aber dazu mehr im nächsten Video. Wenn es ein bisschen mehr ist, dann ist es halt ein bisschen mehr. Das Boot ist darauf ausgelegt, dass es so passiert. Und dann darf das auch so sein. Und dann hole ich das Wasser eben irgendwann wieder raus. Und das mache ich jetzt. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Licht angebracht. So sieht es aus. Das hier ist das Bilgenwasser. Bilgenwasser oder Bilgenwasser. Ist nicht viel, das sind vielleicht mal gerade 2 cm oder sowas. Aber über die gesamte Saison hat sich da halt auch ein bisschen was angesammelt. Das hole ich jetzt raus. Das mache ich mit so einem ganz simplen
handelsüblichen Nasssauger. Ja, dann gucken wir mal, wie das läuft. Tja, kurz und bündig, raus ist das Zeug. Und durch den Luftstrom ist es sogar schon leicht angetrocknet. Das ist echt eine schöne Sache. Öffnen wir gleich mal die nächste Klappe. Mal gucken, ob ich das kann, ohne nach vorne zu rücken. Ja, da ist auch was drin. Das ist jetzt schon so wenig Wasser, dass es über diese Ausgleichsöffnung, die man da hinten auch sehen kann, wo die einzelnen Bildschirmsegmente in den kleinen, ja, Schottwände sind das ja nicht, vielleicht sind es doch welche, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, verbunden werden, damit die sich ausgleichen können. Und dann hier in der letzten, da wo ich drauf stehe, da ist die mittlere Bilgenpumpe, die das dann auch, das Wasser dann raus befördert, wenn es zu viel ist. Gut, dann hole ich das jetzt auch mal raus hier. Was man gut sehen konnte, ist, dass der Sauger auch gleich so ein bisschen was von diesem Dreck mitgenommen hat, der hier gelöst ist, sich nur abgelagert hat, also nicht wirklich fest saß. Den will ich natürlich noch abwischen, aber wenn der Sauger schon was mitnimmt, ist das natürlich umso besser. So, jetzt habe ich zwei Aufgaben. Jetzt muss ich mich zur vorderen Bilge vorarbeiten. Das mache ich jetzt im ersten Schritt und danach kommt die letzte, auf der ich jetzt gerade stehe. So, ich war jetzt zu faul hier oben dieses große, schwere Element abzubauen. Dann habe ich mich hier einfach zwischengezwängt. Ich zeige mal auf mich, also ich bin hier schon so ein bisschen eingezwängt. Ich bin zwar nicht unbedingt der Beleibteste, aber ich bin leider auch trotzdem sehr groß, fast 2 Meter. Und so eine Menge an Mann muss hier irgendwie auch sich erstmal zwischen die Maschinen zwängen können. So, jetzt hier aus. Sehr gut. Das ist völlig in Ordnung. Sehr schön. Gut. Dann zumachen und die erste, den vordersten Teil der Bilge machen. Nee, oder den hintersten, je nachdem, wie man das sieht. So. Auch das ist jetzt trocken. Sehr cool. Also trocken noch nicht, aber ohne Wasser. Ohne höheren Wasserstand und das kann jetzt in Ruhe austrocknen, so dass das GFK sich da auch erholen kann für die nächste Saison. Irgendwann wollte ich auch mal das ausbauen und dann auch mal neue Bildfarbe reinmachen. Habe ich jetzt aber noch keine Lust zu. Ist auch noch nicht notwendig, ist mehr so eine Schönheitsgeschichte. Erstmal alles gut soweit. Das Spiel ging ja noch in der Achterbilge in gleicher Weise weiter. Ich erspare euch aber, mir weiter beim Wasseraufsaugen zuzusehen. So richtig spannend ist das ja nun wirklich nicht. Trotzdem, den Bilgen einmal im Jahr Zeit zu geben, wirklich durchzutrocknen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Weshalb ich diese Aktion im Winterlager auch immer möglichst früh starte. Sollte euch das Video gefallen haben, dann freuen wir uns sehr über ein Like. Habt ihr sogar Lust auf mehr davon? Dann abonniert doch gleich unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Dann wisst ihr gleich, wenn wir wieder unterwegs sind oder ich mich mal wieder irgendwo hineingezwängt habe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.